unbeweglich, nicht mehr lange. Diese drei Übungen helfen dir sofort in der verkürzten Wadenmuskulatur, in der verkürzten Hamstringsmuskulatur und auch in der Psoasmuskulatur, im Hüftbeuger, Spannungen zu lösen, dass du wirklich beweglicher bist und in den Vorbeugen viel weiter nach unten kommst. Du kannst das auch wirklich testen, gleich nach deiner Übung, und ich bin gespannt auf deine Erfahrungen. Sehr sinnvoll wäre es, wenn du so ein elastisches Band hast, wo ein bisschen Widerstand ist, damit du gleich von Anfang an beweglicher wirst. Wir legen uns auf den Rücken und schau, dass du, wenn du keinen solchen elastischen Gürtel hast, nimm einfach einen Yoga-Gürtel oder einen Kleidungsgürtel. Dann zieh mal jetzt mit beiden Händen schon etwas an, das Bein ist gestreckt. Und jetzt geh ganz langsam ans Maximum, so weit wie du kannst. Und dann stopp mal hier. Und jetzt drückst du mit dem Fuß gegen das Band. Einatmen, kraftvoll. Und ausatmen, ziehst du etwas mehr an. Dann einatmen, wieder kraftvoll mit dem Fuß gegen das Band schieben, das Bein. Kräftigen die Rückseite und gleichzeitig dehnen. Und ausatmen, ziehst du es noch mehr an. Einatmen, wieder kräftigen. Wenn das schwierig ist, kannst du das Knie ganz leicht beugen, aber es wäre ideal, wenn das Bein jetzt gestreckt bleibt. Und ausatmen, noch mehr anziehen. Und einatmen, wieder Gegendruck geben. Und ausatmen, noch mehr anziehen. Und so merkst du, du kommst immer weiter und weiter. Und wieder ausatmen, anziehen. Wir sehr schnell Fortschritte machen. Einatmen, wieder Gegendruck geben. Sitzbeinhöcker rechts zieht nach unten, die rechte Ferse schiebt nach oben, Bein in die Länge ziehen und ausatmen, das Bein zu dir ziehen. Siehst, man kommt immer weiter. Und dann langsam löst du das Bein, bewegst es nach vorne. Und jetzt ganz wichtig, jetzt hebst du das linke Knie vom Boden ab, den linken Fuß. Und ziehst jetzt nach vorne mit der rechten Ferse, schiebst nach vorne. Ausatmen, das rechte Bein heben, nach oben. Und einatmen, das Bein langsam senken und nach vorne stoßen. Jetzt spür den Psoas rechts hier in der Hüfte. Und aus, Bein anziehen. Und ein und drücke wirklich mit dem Fuß gegen den Gürtel. Spannung und kräftige und dehne den Psoas rechts. Und wieder aus, hochkommen, Bauch nach innen saugen. Und ein, kraftvoll nach vorne schieben. Es kann sein, dass es knackst. Und wieder auslösen. Und wieder ein. Und dann bleib so und bleib ein paar Atemzüge. Das linke Knie ziehst du zu dir. Und die rechte Seite schiebst du nach vorne. Die Ferse strebt nach vorne. Schultern bleiben entspannt. Psoas rechts dehnen und kräftigen. Länge in der rechten Hüfte. Und ganz langsam löst du die Übung, löst den Gürtel, legst ihn mal auf die Seite und spürst jetzt den Unterschied von rechts und links. Wir haben die Beinrückseite gedehnt rechts und die Hüfte, den Beuger rechts gedehnt. Jetzt kommen wir zur linken Seite. Nimm wieder den Gürtel, fass ihn so, auch dass du die Schulter nicht hochziehst.
Zieh das Bein an, soweit es geht. Und jetzt wieder Gegendruck. Einatmen, drück dagegen und zieh mit den Händen nach unten, mit dem Fuß gegen den Gürtel aus. Anziehen zu dir, soweit wie es geht. Einatmen, wieder Gegendruck geben. Und aus, anziehen. Auch wenn es nur ein paar Millimeter sind, geh so weit, wie es kann und spüre den Dehnungsschmerz. Und da wollen wir hin. Und dann wieder einatmen, Kraft und Energie geben. Und ausatmen, in diesen Dehnungsschmerz hineinatmen, lösen. Einatmen, wieder kraftvoll dagegen schieben, mit den Armen nach unten ziehen, mit den Händen. Und aus. Und du siehst, es geht auch hier immer weiter und weiter. Wenn es anfängt zu zittern, das Bein, ist das ein Spasmus, eine Entkrampfung, ist alles okay. Und aus, noch mehr anziehen. Der Nacken bleibt lang. Und spüre auch vielleicht in der Wadenmuskulatur, wie es zieht. Sehr schön, dann langsam lösen. Jetzt die Hände etwas weiter nach unten am Gürtel. Jetzt das Bein sinken. Das rechte Knie anbeugen zu dir. Der Fuß ist in der Luft. Und jetzt den linken Psoas kräftigen und dehnen ein. Auslösen, das Bein heben. Und einatmen, nach vorne schieben, das Bein verlängern. Die linke Seite kräftigen und dehnen in der Hüfte und auslösen. Ein, Spannung und aus. Ein und aus. Nochmals. Und dann bleib so. Und jetzt schieb wieder den Fuß nach vorne. Zieh das rechte Knie zu dir an und spüre die Länge im linken Psoas. Der Psoas links wird gekräftigt, gedehnt und spüre auch die Bauchkraft. Bauch zieht nach innen. Wunderbare Yoga-Übung mit dem Hilfsmittel, etwas intensiver noch. Und dann löst langsam, löst den Gürtel und spür einfach nach. Streck beide Beine aus. Spür mit den Händen die Leisten, damit es Raum kreiert. Wichtig für deine Beweglichkeit. Und dann komm über die rechte Seite hoch. Jetzt ein weiterer Schlüsselmuskel ist die Wademuskulatur. Jetzt geh einen Schritt nach hinten. Wichtig, der Fuß ist jetzt gerade, der linke. Das rechte Bein nach vorne. Stützt dich auf dem Stuhl oder an der Wand ab. Jetzt schieb das rechte Knie etwas nach vorne, das Gewicht auch. Und schieb die linke Ferse nach hinten und presst die Ferse in den Boden. Jetzt solltest du eine leichte Dehnung spüren. Wenn nicht, gehst du noch weiter nach vorne. Und wenn die Ferse abhebt, kannst du etwas unter die Ferse legen. Und jetzt schieb die Ferse in den Boden, die linke, und schieb das rechte Knie, das Gewicht nach vorne, sodass du in der Wade die Dehnung spürst. Wenn es dir angenehm ist, kannst du ein bisschen weiter unterhalten für die Schultern. Und die Außenkante links fest in den Boden schieben und atmen.
Ganz wichtig, dass du diese Waden regelmäßig dehnst. Dann wirst du beweglicher in der Vorbeuge. Rechtes Knie schiebt aktiv nach vorne. Sehr schön. Dann wechselst du die Seite. Die rechte Wade freut sich schon. Auch wieder den Fuß gerade ausrichten. Das linke Knie beugen. Dann die rechte Außenkante in den Boden schieben. Und wahrscheinlich spürst du, dass eine Seite etwas weniger spannt. Und bleibst du auf der gespannteren Seite etwas länger, wenn du dann alleine übst. Schiebst wieder das linke Knie etwas nach vorne und schiebst den Fuß rechts, die Fersenaußenkante aktiv in den Boden. Die Zehen sind lang vom rechten Fuß, nicht krallen, wonach die Fußmuskeln aktivieren. Gewicht etwas nach vorne, nicht rund werden im Rücken, langer Rücken. Dehnen, lächle den Waden zu, Hallihallo, Gastrocnemius heißt der Muskel. Sehr schön. Und wir bleiben etwas länger, denn wir wollen wirklich auch Fortschritte machen. Und dann löst die Übung. Und jetzt kommt der Test. Jetzt nimmst du die Hände ans Becken, beugst dich nach vorne und dann schaust du mal einfach, wie du jetzt beweglich bist. Kannst gerne noch etwas die Knie beugen. Schau mal, wie weit kommst du jetzt in die Vorbeuge. Hebst den Kopf wieder, schaust nach vorne. Ja, jetzt bin ich natürlich gespannt, wie weit bist du jetzt in der Vorbeuge? Merkst du den Unterschied nach diesen drei effektiven Übungen? Ich freue mich über deinen Kommentar, dein Like und wenn wir uns regelmäßig wiedersehen, bin ich ganz gespannt auf deine Fortschritte. Namaste.